So, grüß dich zurück zu Generation Zero und wie du siehst, ich habe mich mit Hilfe der KI hier rausgepackt. Oder wenn man so schön sagen kann. Nur ist die KI strunzend dumm. Momentan. Ich hoffe, das wird auch mal aussehen besser. Hat mir zwar etliches an Munition gekostet, aber mein Gott. Nobody is perfect. Gut, was das? Wir rauschen zu diesem komischen Bauernhof. Im Rausche meines Angesichts. Wie du siehst, mit etlichen Munitionsverschwendungen. Genau. Da haben wir eh schon alles untersucht eigentlich. Gut, jetzt ab zu diesem schnöden Mammon an Bauernhof. Da haben wir nichts. Ja, sorry, es gibt Momente, was der. Was das Traurige ist ja dran. Ich würde ja irrsinnig gerne auch Cyberpunk spielen und zeigen. Ich kann es aber nicht, da ich weiß, es gibt ein 1.6 Update und eine Story-Erweiterung. Oh nein! Ich bin verschämt ute! Mädel, das weiß nicht, ob wir zu spät kommen. Der Charakter ist zu dumm, der kann nicht reden. Der kann da nicht antworten. Uah. Hau dich einer da, du. Hau dich über die Heiß, wer hörst, wo bist du? Was sind denn die Scheiße? Das Problem ist, dass mir das Spiel eigentlich irrsinnig gut gefällt. Die Maschinen, mit dem Kampf gegen die Maschinen, die eigentlich gute KI, die sucht. Herinnen? Ui. Ich
sind, sag einmal. Wenn wir das so machen. Es ist in die Luft gegangen. Auch in Ordnung. Finde ich auch schön. Ja, und durch diesen Bergen-Perk kriegen wir eh so viel Munition zusammen, dass wir uns eh angacken, Frau Unbesunden. So, das ist dann auch gleich die Möglichkeit, wieder mal einen anderen Levelbaum zu kreieren für mich. Da ist nix. Augenpappel, Pirat, Haarnadel, sind wir da. Eine Granate, auch schön. Und wie ich gerade bei Fallout 4 unterwegs bin und auch schon zig Dinge habe, die ich schon verkaufe, die ich zerstöre. Und alles nur, dass ich Loot draus kriege, weißt du? Aber warte mal, da war ja irgendwas, die haben ja das da auch umgebaut. Genau. Är det låst? Vad konstigt. Nyckeln borde ligga någonstans i huset. Du, ska jag möta upp dig vid ladan? Jag mår bättre nu och jag tänker ändå inte stanna kvar här, ensam och instängd. Jag lovar att vara försiktig. Ja, das freut mich für dich, Therese. Muss ich das schon sagen. Aber du hast ja Pech mit dem Charakter. Der kann ja nicht reden. Ne? Also die Therese redet eigentlich gegen eine Wand. Das nehmen wir noch mit, das nehmen wir noch mit, das nehmen wir noch mit. Da nehmen wir uns an mit, da in der Scheune waren wir gerade nur da ins Haus um mich. Klockan är 12:34 och vi avbryter. Gusch. So, eigentlich, der Emil Sandberg, den hörst du erst bei Weiden später im Spiel. Ich glaube, irgendwo ab Calabi. Da hast du dann schon gewusst von der Existenz von der Veronika. So, ich weiß durch einen anderen YouTuber, wo sich der Schlüssel befinden soll. Oder sollte. Mal schauen, ob ich ihn finde. Ich kenne sie auf Gården. Aha. De är väl i 70-årsåldern ungefär. Deras dotter Anita är ganska ball faktiskt. Min favoritvuxen typ. Vi pratar över radion ibland när hon är ute och kör. Eller om jag är ute och tältar. Pläne? Was für Pläne? Ja, Pläne hätte ich ganz eigene, aber naja. So. Nur ist halt das Problem, dass sie die Entwickler mit der Zeit aus dem Steam-Forum vertschüsst haben, auf einer eigenen Internetseite dort in der Community Sachen mit drinnen sind und hin und her und bla bla bla. Ja klar, weil auf Steam die Stimmen immer lauter geworden sind. Die Konsolenversionen waren am schlimmsten betroffen. Da waren die paar Bugs, die ich gehabt habe, ein kompletter Scheiß dagegen.
Jag är så ledsen att jag inte kunde ringa för nu. Det har varit jävligt stressigt här. Vad tusan är ni någonstans? Alla boende i området måste ta sig till Salthamn omedelbart. Ring Johnny i kyrkan och kolla om han kan köra er. Han vet att pappa inte kan köra längre. Ja, jag måste gå. Vi hörs sen. Åh, vad skönt! Så Anita och de andra fick med sig alla till skyddsrummet i Salthamn. Lysande! Då är det där alla är. Det måste de vara. Vänta lite. Kan du hämta deras verktygslåda innan du går? Den ligger i sjöboden nere vid bryggan. Du har ju hjälpt mig, så jag vill hjälpa dig också. Ja, was nutzt mir diese Information jetzt? Nix. Nein. Explosivgasbehälter können wir gleich mitnehmen. Wir werden dann auch gleich anfangen ins Zerstören und bla 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 und tralala. Mal schauen, ob wir da irgendwas später mal gebrauchen könnten. Das weiß ich noch nicht. Aha. Aber was ich, ja, mich würde interessieren, was das für ein Dings war. Mein Scheißspiel. Werkzeugkasten für die kleine Therese. Na, dann holen wir den doch gerade. Ja, alles, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen, da mal gleich weg. Wie viel brauche ich denn da? Ungefähr 10 Stück. Brauche ja ein bisschen mehr. Warte mal, können wir das zerstören? Ja. Da brauchen wir auch 5. Da brauchen wir 5 und da brauchen wir sogar 20, damit wir die zerstören können. Die Muni lasse ich jetzt dabei da mal ein bisschen. Geil. Nur, dass du gleich Bescheid weißt. Hörst. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht, weil die haben wir im... Die haben wir da besser. Glaube ich, was ich mir recht entsinne. Wir werden auch gleich anfangen, den Scheiß zu zerstören. Den nehmen wir mit. Den werden wir zerstören. Die halberten Sachen brauchen wir da gar nicht. Aber das werden wir alles im Laufe der Zeit jetzt angehen. Ein bisschen was werden wir zerstören, was wir nicht brauchen unbedingt. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Da muss ich erst schauen, bei den zwei bin ich mal unschlüssig, den brauchen wir da. Den lasse ich jetzt einmal, da weiß ich noch nicht, den Rest können wir mal zerstören. Das kostet auch alles noch Platz. Und den Rest schauen wir uns dann an. Ja, hätte ich gesagt. So dann. Ich werde da jetzt aber nochmal Schluss machen. Werde dann einen kleinen Schnitt machen, weil dann geht's noch weiter, irgendwie. Genau. Dann belassen wir es derweil bei dieser Waffe. Den können wir auch zerstören. Du halt ja mal, Mädchen. Weil. Du schaust eh ungesund aus. Aber was ich machen möchte. Also ich werde das alles einmal in einer eigenen kleinen Runde machen, dass ich den Scheißdreck, was wir nicht brauchen, gleich mal bei Seiten Zwiebel. Es weiß ich aber nicht. Vor die Adrenalinspritzen werden wir uns einmal zwar behalten. Beziehungsweise da in der Kiste drinnen. Was ist das? Wir werden so viele gute Waffen finden, oder bessere, dass wir da die Hälfte gar nicht brauchen. Die halte ich mir auch dabei. Weg. Die halten wir uns. Die weg. N16 weg und die S21 dann mal auch weg. Ja, die drei lege ich wieder in die Truchen, in die Plünderer und das passt. So, die Pump-Action. Also, ich bin eigentlich da in den Spiel auch kein Schrotflinten-Fan.
Ich bin ja eigentlich eher so der Automatiktyp, gell? Weg. Damals. Das Einzige, was mich jetzt noch interessieren würde. Was habe ich dort da alles dabei? Warte mal. Die MP10. Ich brauche dann MP10-Zusatz. Komm, 10, das wird das sein, gell? Ja. Das N60 statt die aus, was wir brauchen. Okay. Ganz das immer, ich baue mich eh, brauchst du keine Sorgen machen. Keine Sorgen machen. Ich baue mich eh, habe ich gesagt. So. Ergänzungen, Mündungslevel, Magazine, Visiere, Muni, da haben wir 5 Schuss, toll. Und da Ergänzungen, Mündungsaufsätze, Sicht, Magazin, Visier haben wir auch keins. Passt. Okay, ich werde jetzt mal eine kleine Runde schneiden. Ich muss nämlich für kleine Elefanten. Und wenn ich dann zurückkomme, schneide ich den Rest, was ich habe. Oder schneide ich dann dort dazu halt zum nächsten. Bis zum nächsten Mal. Baba.